Mir hat jemand auf Instagram geschrieben, dass ich mir unbedingt mal das Ende vom letzten Leon Lovelock-Stream anschauen sollte. Da hab ich reingeschaut, ich dachte, ich sehe nicht richtig, ja. Das muss ich euch kurz mal zeigen, Alter. Das ist sehr, sehr krass, ja, wie der da auf seine Zuschauer reagiert, Digga. Also da hat er irgendein Video reingezogen, sich von Patrick Reiser, und da hat sich irgendwer beschwert, dass er da nicht richtig drauf reagiert hat, und dann geht er da übel auf den los, ja, und kriegt richtig schlechte Laune, Digga. Positiv entwickelt. Ich mag den auch sehr, Bruder. Auf jeden Fall. Hier fragt einer, wieso hast du das Video im Stream angeguckt? Gehst du ja eh nicht auf den Chat einmäßig. Wenn ich. Ah ja, das ist hier, genau, hier perfekt, Digga. Also es hat jetzt jemand gefragt hat, ja, warum guckst du das überhaupt hier im Stream an, wenn du die ganze Zeit nicht mit uns redest darüber, sondern dir das einfach nur reinziehst. Und jetzt Leon Lovelocks Antwort darauf. Hier fragt einer, wieso hast du das Video im Stream angeguckt? Gehst du ja eh nicht auf den Chat einmäßig. Wenn ich mir ein Video richtig angucke, dann schaue ich ein Video richtig. Dann mache ich das nicht nur, damit ich Klicks damit machen kann oder so. Ich habe mir diese Erfahrung von Patrick Reiser gerade so reingezogen, dass ich die Erfahrung mitnehmen kann. Weißt du, wie ich meine so? Und nicht einfach nur so eine schwule Reaction drauf gemacht. Und das sind Videos und Dinge. Also wieder der Leon Lovelock, ja, der liebt das, schwul als Beleidigung zu benutzen, ja. Was machst du schwule YouTube-Videos, Bruder? Ich bin nicht einer von diesen Keks, Digga. So, versteh das, Bruder. Ich hoffe, der Tag kommt, wo wir uns sehen. Und dann wirst du sehen, du Bastard, Alter. Ob du jetzt irgendwie ein scheiß Internet-Troll bist, der nur einen Kommentar bei mir schreibt, oder ob du irgendein schwuler Reaction-Spasti bist, der sich die ganze Zeit irgendwie über mich lustig macht, Bruder. Der ist ein richtiger Höhlenmensch, Alter. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber es geht noch weiter. Damit machen kann oder so. Ich habe mir diese Erfahrung von Patrick Reiser gerade so reingezogen, dass ich die Erfahrung mitnehmen kann. Weißt du, wie ich meine so? Und nicht einfach nur so eine schwule Reaction drauf gemacht. Und das Ja, sind Mann. Videos und Dinge, die mir auch Spaß machen. Diese verdammten schwulen Reactions, ja. Also, meine Güte, ja. Naja. Ich habe einen Mehrwert davon, weil ich mir so eine Videos gerne reinziehe. Die Leute, die hier im Stream vorbeischauen, die lernen ein bisschen mehr als, keine Ahnung, wer gerade Beef mit wem hat oder so eine Scheiße. So eine Sachen ziehe ich mir gerne rein. Und wir bleiben auch in Zukunft bei so ne Sachen, wenn wir uns Sachen reinziehen, anstatt irgendeine dumme Scheiße mir reinzuziehen. Ich bin ein tiefgründiger Mensch und ich glaube, ich muss mir immer so tiefgründige Sachen, spirituelle Sachen, lustige Sachen, aber nicht so eine Standard-Beef-Scheiße, so, weißt du? Sehr schwieriges Thema. Finde gut am Video, dass es nicht an Jüngere gerichtet ist. Ist sich seiner femininen Seite bewusst, was ihn in meinen Augen männlicher macht als die meisten? Yeah, das war's auch im Chat, Digga. Chat ist quasi nicht vorhanden, Freunde. Auf jeden Fall trotzdem danke fürs Zuschauen. Wir sind trotzdem noch 91 Zuschauer. Ja. Dann brauchst du es nicht, dann verpiss dich, Bruder. Wenn du nicht zugucken willst, dann verpiss dich, Bro. Ja. Also. Dann braucht. Der schreibt dir ganz normal, dieser Shore-Hub, ja, den seht ihr jetzt gerade nicht, weil da meine Facecam drüber ist. Dann brauchst du es aber nicht im Stream schauen, oder? Das ist doch eine ganz normale Frage, Digga, ja. Und er ist jetzt komplett am Ausrasten hier. Das ist krass, Digga. Yeah, das war's auch im Chat, Digga. Chat ist quasi nicht vorhanden, Freunde. Auf jeden Fall trotzdem danke fürs Zuschauen. Wir sind trotzdem noch 91 Zuschauer. Ja. Dann brauchst du es nicht, dann verpiss dich, Bruder. Wenn du nicht zugucken willst, dann verpiss dich, Bro. Geh mir nicht auf den Sack, Digga. Ich zieh mir die Sache rein, wo ich Bock drauf habe, Digga. So. Ich mach das hier auf dem Stream, weil es danach auch für mich einfach ist, das Video runterzuladen, dann zu schneiden und dann auf dem Kanal hochzuladen. Ach, etwa eine schwule Reaction oder was? Digga, der ist doch schizophren, Digga. Ein schwuler Reaction-Spasti. Jeder, der zugucken will, soll zugucken. Jeder, der keinen Bock hat zuzugucken, der soll sich einfach verpissen, Digga. Verpiss dich einfach, Bruder. Hau einfach ab, Bro. So. Bruder, der hat nix gemacht, ja? Der hat nix gemacht, Digga. Und da werde ich auch emotional. Ihr geht mir auf den Sack mit so einer Nachrichten, Bruder. Ihr geht mir voll auf den Sack mit so einer Nachrichten. Yeah. Aber wir lassen uns davon nicht negativ runterziehen, weil das Video. Natürlich nicht, ja? Es toucht dich überhaupt nicht, ja? Video war eben geil. Geil, Bruder. Ich mache mich jetzt gleich ready fürs Training und dann geht's zum Sport. In Zukunft ziehen wir uns auf jeden Fall öfter so eine Sache rein und ich werde dann auch, während ich mir die Sache reinziehe, nicht mit dem Chat reden, außer ich. Genau, das ist ja der Sinn von dem Stream, ja. Also das nächste Mal, wenn ich mir hier zum Beispiel so ein zweistündiges Flair-Interview reinziehe, werde ich euch auf jeden Fall auch ignorieren. Ja, weil wenn ich mir ein Video reinziehe, dann ziehe ich mir ein richtig das Video rein, ja. Und mache hier nicht so eine schwule Reaction oder sonst sowas. Ich meine, das geht mir sowieso auf den Sack, dass hier überhaupt ein Chat ist. Ja? Einfach, dann ziehe ich mir das Video rein. Und da seid ihr einfach auch erstmal raus. Ja? Das ist ganz wichtig. Ich mach Stopp und mich interessiert, was der Chat zu sagen hat. Wenn ihr Bock darauf habt, dann. Es sei denn, ich mache Stopp und mich interessiert, was der Chat zu sagen hat, ja? Junge, was denkt der, wer er ist, ja? Guckt zu, wenn ihr nicht Bock darauf habt, dann verpisst euch, Digga. Ich bleib drin, wir bleiben weiter. So baut man seine Zuschauerschaft auf, ja. Also,
Ich verstehe weiterhin nicht, warum Leon Lovelock auf Twitch nicht komplett am Durchdrehen ist. Ja? Ich finde, das lädt zum Wiedereinschalten ein, meine Freunde. Ja? Das ist sehr, sehr herzlich, sehr willkommen heißend. Da fühlt man sich wie eine Familie bei Leon Lovelock. Ja? Dom da Don, danke für die 200 Bits, dann brauchst du es aber nicht im Stream schauen, oder? Ey, dann verpiss dich! Ja? Dann verpiss dich doch! Das ist ein Geisteskrank, ja. Da drin. Lovelock Lifestyle abchecken. Heiße im Club, nochmal Stream. Heiße im Club, Junge. Donnerstag, 23.59 Uhr, neue Single, Lovelock auf Spotify. Leon Lovelock, auch abonnieren. Das Bild immer hängen bleibt, liegt nicht an mir, ja. Das ist sein Internet oder seine Grafikkarte oder sowas. Und? Nur Liebe für euch. Bionic, dabei ist alles los. Stell mir vor, jemand schaltet bei ihm das erste Mal bei dieser Szene ein, ja, ne? Da lässt man doch direkt ein Abo da, Digga. Coco, danke fürs Moderieren. Gemmo, ich küsse dein Herz, Digga. Danke an alle Zuschauer, die da waren. Schreibt gerne nochmal was in die Kommentare rein jetzt. Nochmal ein schönes Herz. Bisschen Love rein. Love it in, motherfucker. Und ja, bleibt am Ball. Lasst euch nicht unterkriegen. Ja, das wollte ich euch kurz mal zeigen. Also danke auf jeden Fall an den Bruder, der mir das auf Insta geschickt hat, Digga. Nur Liebe für euch, genau, ja. Aber... hört bitte auf, hier rumzumeckern, dass ich zu wenig auf den Chat eingehe. Dann müsst ihr euch verpissen, ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Alter Schwede. Alter Schwede. Also, der bringt mich zum Staunen immer wieder mit anderen Sachen, ja? Boah. Guck mal, der Shorehub ist sogar Subscriber, der Arme. Ey, krass, ne? Bruder. Shorehub ist einer von 25 Leuten, die bei Leon Lovelock einen Sub hinterlassen haben. Und der fährt den hier dumm von der Seite an, weil einfach Shorehub nur sich wünschen würde, dass er bei dem Video mehr auf den Chat eingeht. Digga. Digga. Aber er ist halt ein spiritueller Typ. Mann, Mann, Mann. Ey, Shorehub, Alter, ist der, springt der bei uns auch rum? Ich muss noch kurz was gucken, warte mal, ich guck mal. Ich kann ja hier im Dashboard kann ich ja suchen. Twitch. Ich guck mal kurz, ob der hier schon am Stüssel war. Weil irgendwie sagt er mir was, Digga. Ja, irgendwie kommt mir der Name bekannt vor. Vielleicht hat mich das auch nur so geprägt, gerade hier dieses sehr, sehr unangenehme Erlebnis, das hier zu sehen. Immerhin lässt er sich von solchen negativen Vibes die Stimmung nicht versauen. Genau. Er geht nur direkt danach offline und mault ihn von vorne bis hinten zu. Genau. Toucht ihn gar nicht sowas. So, Schrägstrich User Shorehub. Ja. Da ist er doch. Gestern war der Bruder hier. Der hat schon 915 Nachrichten im Chat gelassen. Ja. Seit April 2021. Krass. Sehr, sehr aktiver Bursche hier, der junge Mann. Direkt Mod machen. Ja. Aktiver Player, ja, genau. Deswegen, ich habe das auch schon so, so gedacht, dass ich den Namen schon mal gesehen habe, Digga. Bills, bist du willkommen, Bratan. Genau. Ja. Shorehub, Digga. Guter Mann. Ja, bester Mann, hat er den Leon hier ordentlich aus der Fassung gebracht mit seinen übertrieben harten Beleidigungen im Chat, ja. Ekelhaft, ekelhaft. Shorehub ist auf jeden Fall jemand, ein Hetzer und ein Ketzer, ja.